Ja, mal gucken, was uns denn hier erwartet in diesem kleinen Gang. Nichts, auch sehr gut. Aber hier ein sehr, sehr wichtiger Raum. Ich glaube, wir müssen jetzt links lang. Habe ich auch nicht mehr mit dem Kopf, aber ich glaube links. So, das ist das Fies. Hier ist es noch nicht wirklich was. Aber, da, wie man sehen kann, da entstehen Feuerwände. So, da kommt, deswegen kommt man da jetzt zum Beispiel nicht hin. Da kommt man auch nicht hin. Aber so, man kann jetzt ja schon so ein bisschen sehen. Die Tür hängt so ein bisschen raus. Da, das ist so fies, ey. Ja, das ist keine richtige Tür. Man kommt auch nicht durch. Also, das ist jetzt nicht so von wegen, oh, jetzt brauche ich das Relikt, um durch die Tür durchzukommen. Das ist einfach nur ein Gegner tatsächlich, den man umhauen muss. Ah. Nein. Geh weg. Das ist aber das Gute, wenn man dieses Superziel besiegt, dann bekommt man eigentlich so gut wie jedes Mal ein Leben dazu. So, und hier einmal durch. Hallo, 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 hallo. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich glaube, das kann man noch sehen. Da hinten, genau da hinten waren wir eben noch. Na, nee, hier nicht. Da, hier. So, ganz kurz die Tür hier öffnen. Na, komm! Nee, das war nochmal ganz anders. Okay. Zap. Genau, also wie gesagt, wenn man nicht volle Leben hat und eine Fledermaus umhaut, dann kriegt man Leben dazu. Also kriegt man auf jeden Fall ein Herz. Alles hier, ne? Ah. Ja gut. Dann kenne ich den Weg jetzt auch wieder. Nach 5-mal durchlaufen. Das ist halt auch so wieder so eine Sache, das hätte man sich natürlich auch vorher raussuchen können. Aber lieber nicht. Wäre ja zu einfach, ne? So. Böhmchen. Ich glaube, man kann die auch so besiegen. Genau. Das ist auch... Also das fand ich zum Beispiel richtig fies. Nein! Achso, genau, das ist der tanzende Gegner. Jetzt weiß ich auch wieder, wen er meinte. Ich hätte nämlich an Majora's Mask gedacht. So, so macht man den meisten Schaden. Ja, man muss dann einfach nur den Körper quasi rausziehen. Ups. Ja, den Körper rausziehen und dann kann man den angreifen. Wir haben den wahrscheinlich jetzt auch gleich schon besiegt. Weil wir das Byron-Schwert haben. Ja, oder auch nicht, ne? Oder auch nicht, weil ich musste ja unbedingt daneben hauen. Das ist nicht gut. Okay. Komm, ne, komm, komm. Ah, Mann. Aber jetzt. Yeah. Boom. Easy. Also auch schon wieder beim zweiten Part hier, ne? What? Ja, ja, ja. Jetzt sind wir auch schon wieder beim zweiten Part. Also, die Dungeons sind gar nicht mal so kurz. Wenn man überlegt, ich kenne die Wege ja schon mehr oder weniger. Ja, okay. Ja, also als Kind waren die wesentlich extremer, wollen wir so sagen. Ja, hier ist es wieder das Ding. Meiner Meinung nach am einfachsten, wenn man eine Bombe nimmt. Stellt man sich hier einfach am Rand. An den Rand. So. Lässt sie runterfallen. Perms. Ist aber, glaube ich, auch nur in diesem Zelda so. Ich glaube, in den anderen Zelda-Teilen sind die nicht so blöde versteckt. Beziehungsweise nicht so mies verbaut und sowas. Also da kommt man eigentlich relativ einfach an. Da muss man immer nur einmal gegenschießen mit dem Pfeil oder dem Entehaken und dann geht das eigentlich auch. Ja.
So. Wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Ich würde sagen, erstmal entfernen wir die Fledermäuse. Na, komm, das war eben doch so schön. Patz! Voll in die Omme. Na, ist, irgendwo ist ja noch einer. Wo bist du, Mate? Wo bist du? Okay, scheint wohl nicht so wichtig zu sein. Dann müssen wir jetzt hier rauf. Das ist auch nicht so schwer, zum Glück. Also, das sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist. Die Stufen werden nämlich immer ein bisschen kleiner, bin ich der Meinung. Oder die werden größer. Aha. Und was ist das jetzt? Ist es jetzt der Kompass? Nein! Es ist der Hammer, der Stahlhammer. Drücke C, um mit ihm Objekte zu zerschlagen. Du brauchst beide Hände. Oh, damn. Yes! Man! Jetzt haben wir nämlich das Item hier. Aus dem Dungeon. Ich liebe diesen Hammer. Er ist einfach so mächtig. Hört euch das mal an. Bam! Bam! Super geil, das Ding. Ich glaube, ich weiß es halt nie wirklich. Ich wusste es nie wirklich. Ich habe es auch nie getestet, muss ich mal, um ehrlich zu sein. Mit dem Hammer macht man, glaube ich, genauso viel Schaden wie mit dem Bekeron-Schwert. Glaube ich. Allerdings muss man den nun mal... Kann man die kaputt machen? Oh, das wäre episch gewesen. Ja, dafür kann man mit dem Hammer aber mega geile Sachen machen. Der kann nämlich, ja, alle Gegenstände hier machen wir das anders. Ich würde das zeigen. Und das ist der, genau. Muss ich hier noch irgendwas machen? Nö. Und, boom! Oh, schnell auf. Ja. Das ist das Coole, man kann nämlich mit dem jetzt wirklich so Sachen aktivieren. Das ist halt auf jeden Fall was. Jetzt kann man nämlich auch diese Dinger hier zerstören, beziehungsweise weghauen. Das sieht sehr seltsam aus, ich weiß. Ich hätte damals auch gedacht, dass man die eher wegprügelt und die da auseinanderfliegen oder so, aber gut. Ah. Okay, komm her. So. Und jetzt haut man auch hier mit dem Hammer einmal aufknubbeln. Oh yeah. Das ist aber das Fiese. Wie man sehen kann, der Schalter unten hat wieder eine andere Farbe. Ja, und das ist wieder so ein Schalter, wo man drauf stehen bleiben muss, damit aktiviert wird. Und deswegen finde ich den so fies, weil hier ist eine Kiste. Also, ich meine, man kann sich so ein bisschen denken, ja. Aber es ist doch schon recht fies, würde ich mal sagen. Man darf halt nicht zu weit runterspringen, sonst geht nämlich auch der... sonst rollt Link nämlich und lässt die Kiste einfach fallen, die geht ja auch kaputt. Und man darf die Kiste nicht kaputt machen. Ich bin ja so ein Kerl, der immer alles zerstören muss. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwas ist bei mir in der Kante verkehrt gelaufen, glaube ich. Und deswegen habe ich da mal Probleme. So. Der Schalter sieht verrostet aus. Gut, dass du das sagst. Ist er auch. Dadurch können wir nämlich jetzt sowas öffnen. Und nun gehen wir hier aber nochmal hin. Und da nochmal ordentlich rauf. Au! Denn das war nämlich... ja. Das war nämlich genau das Ding, was wir gebraucht haben. Ja, genau, das ist nämlich das Ding gewesen, was man von unten oben runter oder durchknallen lässt. Ne, diese Säule, genau. Ja, ist das Wort nicht eingefallen. Die Säule, die man am Anfang in der ersten Halle gesehen hat, die man runterhauen musste. So. Dann kann man nämlich hier ruf. Kann man da rüber. Und klippen wir mal ohne Rupp. Hey, Mate. Na, mein Guter. Das ist frei.
Oh, die Qual haben wir endlich ein Ende. Ich bin froh. Du hast mich gerettet, dafür vertraue ich dir etwas an. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Goron kannst du auch dieses Problem lösen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank dafür. Anscheinend brauchen wir dafür auch noch mal einen kleinen Schlüssel, so wie es aussieht. Oder sind jetzt hier Rubine drin oder was? Ne, das wäre es ja gewesen. Das wäre die dreist. So, jetzt können wir nämlich hier wieder rausgehen. Können dann einfach das Loch suchen, wo die Säule quasi drin war. Ah, man. Nö, hier kommen wir gar nicht durch. Ja, es ist natürlich auch schön. Direkt in die Richtung gelaufen. Ja, gut, gehen wir einmal durch. Ist ja auch kein Problem. Jo, da haben wir echt zwei Parts gebraucht jetzt für den Dungeon. Ich meine, ich bin noch nicht weiter. Also ich muss ja noch den Key bekommen, den Master Key und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das ist... Wenn man sich das mal so überlegt... Kann man die hier weghauen? Nee. Gut, hätte er sein können. Na, man. Ah. Wieder was reingelaufen. Ich hab, mir ist gerade aufgefallen, ich habe gerade richtig Bock auf Rührei. Ja, das wäre jetzt gerade richtig lecker. Gut, so, wir sind jetzt, genau. Jetzt gehen wir hier runter. Und sind in der Eingangshalle. Jetzt können wir nämlich quasi zum Boss rüberspringen. So geil das auch ist, wir können es leider noch nicht machen, denn uns fehlt noch etwas dafür. Deswegen gehen wir mal rüber. Und wir... Nein! Genau, wir müssen nämlich hier das Ding noch kaputt hauen. Dafür brauchen wir auch die Schüssel. Ah, dafür brauchen wir die Schüssel. Alles lächeln. So, und hier finden wir dann endlich Gegner. Ihr findet einen Gegner. Und zwar ziemlich viele sogar, ne? Was ist ja gar nicht wenig hier. So, den haben wir auch noch weg. Dann kommen wir auf den hier ein. Und die Tür geht auf. Geht sie nicht. Aber jetzt geht's auf. Ich muss sagen, geht sie immer noch nicht. Man! So, ist es jetzt hier drin? Nee. Jetzt geht das hier schon wieder los mit dem. Ja, von vorne darf man den nicht angreifen. Wenn man nämlich, ich sag mal, den Kopf angreift, das Loch hier vorne im Mund, dann passiert leider nichts. Eine goldene Skulptur, ja, jetzt haben wir schon 23, oder? Also, oder habe ich es verkackt? Ne, 23. So, da ist auch unser Sorge geblieben. Nein, da ist er wieder, der Lumpen. Oh, wir brauchen noch ein Headset, Leute, dann haben wir auch ein ganzes Headset wieder mehr. Sehr, sehr cool. So, probieren wir den mal raus, ne? Wow. Dass ich den noch nie beim ersten Mal treffe. Kann man den auch jetzt schon... Nö, kann man noch nicht. Und boops. Boops. Ich glaube, das ist egal, womit man angreift, weil man muss den einfach immer viel mehr treffen. So sieht es zumindest gerade für mich aus. Jetzt kommt der Test. Ah. Okay. Aber jetzt. Nö. Never mind. Wir haben verkackt. Nein. Gut. Schwein gehabt. Wir haben jetzt doch viel mehr getroffen, also viel mehr getroffen gerade. Und weil wir mit dem Hammer raufgehauen haben und nicht mit dem Pikrotschwert, mussten wir öfter raufhauen. Gut zu wissen. Sehr, sehr gut.
was ist jetzt hier drin? Bomben. Ich tippe auf Bomben. Wir haben den Kompass übrigens immer noch nicht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, wir waren in dem einen Raum. Das sind wirklich Bomben. Wofür? Ja, egal. Auf jeden Fall in dem einen Raum, wo die Feuerwand kam, von beiden Seiten. Ich bin der Meinung, dass man dort den Kompass findet. Die ganzen Zelda-Pros unter euch können das ja gerne nochmal sagen, gleich. Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Hilf der Rodia. Dankeschön. Das erste Mal, dass das B funktioniert. Für euch Leute, wenn man B drückt, dann überspringt man das ganze Gespräch. Das ist das Problem. Bei einigen jedenfalls. Bei anderen ist es so, dass du einfach nur den Text einmal voll da hast. Also, ja. Ne, egal. Der Master Key. Tut mir leid, Leute. Ich hätte euch das gern vorgelesen, aber ich hab's verkackt. Mal wieder. Ist ja nichts Neues, ne? Nee. Aber egal. Das war's leider auch schon mit dem Tempel hier. Jetzt haben wir den Master Key, jetzt gehen wir durch die Tür und dann sind wir schon beim Boss. Ja, ja. So schnell kann das gehen. Wenn man mit Pros zusammenarbeitet, ne? Oh yeah. Die Pros wieder. Und hoppa! Und auch noch rüber. Yes. Easy peasy. Und die Tür geht auf. Ha! Freue mich auf diesen Boss. Der hat mich übrigens tatsächlich einmal besiegt. Der hatte aber noch nicht so viel Herz wie jetzt. Also jetzt haben wir ja... Naja, es fehlt uns ja noch ein Herzteil, dann sind wir ja schon wieder ein Herz weiter. Naja. Komm raus. Er ist so episch. Ja, komm jetzt raus. Subterraner Lava-Droid. Volvagia. Geil. Super geil. Wie er aussieht. Der ist so. Ich weiß nicht. Sieht wirklich aus wie ein Lava-Wurm. Nicht wie ein Drache, sondern eher wie ein Wurm, die großen Augen wegen. Ja, ich weiß. Die Augen machen. Also. Würmer haben keine Augen. Ja. Aber der sieht halt aus, als ob er. Weiß ich nicht. Der sieht irgendwie süßer aus, finde ich. So, das müssen wir nämlich hier mit dem Hammer raufhauen. Jetzt fällt der hin. Da muss man rüberspringen, ansonsten wird man davon auch getroffen. Oh, der Boss ist recht wild, sag ich mal. Genau, jetzt kommt er raus und da muss man jetzt einfach noch ausweichen. Und wenn man den Kopf nämlich normalerweise angreift. Oh, wenn man den Kopf nämlich normalerweise angreift, dann. Ich wollte gerade mal ausprobieren, ob man den so treffen kann. Kann man nicht! Kann man nicht. Und schon haben wir eine Menge Leben verloren. Gut, dass wir noch eine Fee haben, oder? Haben wir eine Fee? Wir haben eine Fee. Also, wie gesagt, den Kopf kann man so mit dem Schwert normalerweise nicht treffen. Dafür braucht man den Hammer. Ja, gut. Ja, gut. Hey. Ja. Man darf sich halt von diesen, von seinen Haaren, sag ich mal, nicht treffen lassen, sondern da gibt es auch Bösschaden. Habe ich gehört, Bösschaden. Oh. Geht das schon los? So, jetzt gehen wir hier rein. Muss ich wieder aufpassen, weil er rauskommt. Oh, da wollte uns tricken, aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Und BAAAAT! Oh, ist ja der kleine Kopfschmerzen. Ja. Und er ist besiegt. Geiler Boss, aber. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr geil. Das verbrennt er sich selbst. Voll eklig, wie die Rippen dann noch so. Wow.
Ja, das wolltest du mir jetzt wirklich sagen, Navi. Dein Ernst, das wolltest du mir jetzt sagen. Wow. Wir kommen jetzt ein bisschen zu spät, Navi. Ein bisschen zu spät. Boss ist schon besiegt. Hey, du weißt eigentlich, dass das der ganz böse Volvagi ist. Das ist ein Drache. Mhm. Das meine ich voll Ernte. Ja gut, danke. Und der Vulkan bricht aus? Er bricht aus. Boah, was war das denn? Ja, und jetzt ist quasi das Gebiet wieder normal. Alle Goronen sind jetzt wieder frei. Das heißt, die Goronen laufen auch wieder in Goronia rum. Und ja, der Vulkan brennt jetzt nicht mehr. Sehr, sehr angenehm. Also, naja, hat nicht mehr dieses komische... Von wegen, ich breche gleich aus. Diese Vorwarnung.